guten Morgen, ihr Lieben. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es ist irgendwie ein Special. Follow me around, whatever. Ich nehme euch mit, ich zeige euch, was ich so mache. Gestern wäre nämlich eigentlich mein errechneter Geburtstermin gewesen. Aber es ist nichts passiert. Also das kleine Mäuschen ist immer noch in meinem Bauch. Ich warte. Ich habe natürlich trotzdem irgendwie tausend Sachen, die ich tun kann und die ich machen kann. Also langweilig wird mir nicht. Deswegen dachte ich mir, ich nehme euch spontan einfach mal mit und zeige euch, was ich heute so mache. Mal schauen, wie lange ich euch mitnehmen kann, weil you never know, jetzt wird spannend. Ich hatte euch bei Instagram gefragt, ob ihr Lust habt, das Babyzimmer zu sehen. Die Antwort war ein ganz klares Ja. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal das Zimmer. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt echt happy, dass wir am Wochenende damit fertig geworden sind. Also ich meine, es wäre natürlich auch nicht schlimm, wenn die Vorhänge noch nicht hängen oder der Spiegel hängt noch nicht. Also solche Sachen sind natürlich total unwichtig. Aber trotzdem bin ich happy, dass jetzt irgendwie alles fertig ist. Und es fühlt sich einfach gut an, dass sie dann kommen kann. Ich würde sagen, wir fangen eigentlich hier an. Hier ist unser Schlafzimmer. Hier gibt es nämlich so ein Beistellbettchen. Da wird sie dann erstmal die ersten Monate drin liegen. Das wird dann direkt ans Bett dran gemacht. Und da habe ich hier noch so ein, leider irgendwie dieses Ding da. Das war doch kleiner, als es aussah auf dem Bild. Aber da wollte ich jetzt nochmal eins bestellen, was so wirklich auch hier drum geht. Oder ich bestelle nochmal so ein zweites von dem. Dann habe ich hier so einen Schlafsack. Der ist von Cosimi. Cosimi? Hat mir meine liebe Freundin Ellie und Patentante von der kleinen Maus hat sie mir geschenkt. Und der soll mega gut sein. Und dann dieses kleine Lämpchen, das habe ich auch bekommen. Das ist so ein Stilllämpchen. Das finde ich auch super, super süß. Dann kommt man vom Schlafzimmer in das Babyzimmer eigentlich schon direkt. Das war hier vorher eigentlich mein Ankleidezimmer. Das musste mir jetzt eben umfunktionieren. Das ist auch nicht super, super groß, aber ich würde sagen, es reicht auf jeden Fall. Ich gebe euch hier schon mal so einen kleinen Blick. Also man kommt auf jeden Fall rein. Haben hier diesen Spiegelaufgang, den fand ich so schön. Der ist von West Wing. Ich kann euch das auch nochmal alles dann verlinken. Und genau, das hier ist der Wickeltisch. Das ist eine ganz normale IKEA-Kommode und der Hocker. Ich muss gerade lachen, weil der Hocker, den habe ich gekauft, weil ich so klein bin. Und ich dachte so nicht, dass irgendwas ist und ich komme nicht ganz hoch. Und falls da was ist, kann ich auf diesen Hocker klettern. Total bescheuert, aber better be safe than sorry. Haben wir dann einen so eine Wickelauflage. Die haben wir da einfach drüber gemacht. Die habe ich von Amazon. Die war echt super günstig. Ich glaube, irgendwie 30 Euro gekostet. Ist aber auch so ein weißes Holz. Ist auch extra für diese IKEA-Wickelkommode. Für diese IKEA-Kommode. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und das hier ist dann die Wickelauflage. Ich werde es euch alles verlinken, also falls es euch interessiert. Die fand ich super süß. Und da habe ich dann nochmal so eine Einmallage drauf gemacht. Wurde mir von meiner Freundin empfohlen. Beziehungsweise von mehreren Freundinnen. Die meinten alle, ich soll da unbedingt was drüber legen. Die habe ich jetzt von Lilidoo. Habe ich auch so ein Abo abgeschlossen, auch mit Windeln. Und genau, da oben hängt die Wärmelampe, weil ja die Babys ja am Anfang noch nicht so ihre Wärme regulieren können. Deswegen ist es wichtig, dass es ihnen immer kuschelig warm ist. Das Mobile fand ich auch so, so süß. Die sollen ja dann irgendwie da beschäftigt sein, wenn man sie wickelt. Und genau, hier habe ich so Taschentücher drin. Hier habe ich Windeln, hier habe ich Cremes, verschiedene. Hier habe ich Feuchttücher. Und da hinten, ja, habe ich so nicht so schöne Sachen, so komische Pads. Naja, das heißt nicht so schöne Sachen, aber braucht man auch, gell? Dann habe ich hier nochmal dieses Licht in größer. Das fand ich auch super süß. Und hier habe ich mir schon meine Tasche mit so ein paar Essentials, halt Windeln, Schnulli, was habe ich denn noch rein? So eine Rassel. Mal schauen, was ich dann letztendlich wirklich brauche. Also das erschien mir jetzt brauchbar. Die Tasche finde ich auch so schön. Die ist von Studio Nose. Kann ich euch auch dann nochmal verlinken. Finde ich richtig, richtig süß. Hier habe ich so verschiedene Krimskrams. Die habe ich von H&M Home, die Dinger. Und da sind halt so, ja, solches Zeug. Super cute. Ist einfach alles so süß. Alles, was mit Babys zu tun hat, ist einfach so süß. Hier ist ihr Babyfon. Genau, das ist die Wickelkommode. Ich kann euch auch nochmal ein bisschen die Schränke zeigen. Die habe ich nämlich auch schön sortiert. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Mal schauen, ob es auch wirklich so in... Ob ich das wirklich dann auch so brauche oder ob das, ob ich dann merke, okay, das ist hier im oberen Fach voll unwichtig. Das muss ich irgendwie umräumen. Aber ich wusste das jetzt alles noch nicht. Deswegen kann ich das ja dann immer noch umräumen. Genau, hier sind Wickelauflagen, Windeln... verschiedene Cremes, ihre ganzen Wickelbodies. Ich habe übrigens auch ganz viel von einer Freundin von mir, die jetzt ein Baby hat, was eins ist, habe ich ganz viel geliehen bekommen, was natürlich super praktisch ist. Das heißt, ich musste an Kleidung gar nicht so viel neu kaufen. Die hat mir eine Freundin gestrickt. Sind die nicht süß?
finde sie einfach so knuffig. Dann geht es hier weiter mit so ganz vielen Spuckmulltüchern. Dann habe ich hier verschiedene Bodies auch nochmal. Also welche, die mit so Langarmen sind. Dann habe ich Hosen. Das sind so Sommerbodies. Und hier habe ich so Jäckchen. Dann habe ich hier schon mal alles eingeräumt für, wenn sie 3 Monate ist. wenn sie 3 bis 6 Monate ist. Da habe ich auch super viel geschenkt bekommen, beziehungsweise geliehen bekommen. Deswegen habe ich das so ein bisschen sortiert. Bin eigentlich auch ganz happy, weil so bin ich jetzt mal ausgestattet für die ersten Monate. Musste gar nicht so viel neu kaufen. Hier sind nochmal so ein paar Sommerbuddies, so ein paar Höschen. Oh Gott, ist das nicht süß. Ist einfach so cute. Dann habe ich ein paar Schuhe schon geschenkt bekommen. Die sind einfach riesig. Aber ich glaube, die passen mir dann, wenn sie, ich weiß nicht, wenn sie 2 ist vielleicht. Dann gibt es hier in der unteren Abteilung sind ihre Decken. Also es sind so Spieldecken, die man auf den Boden legen kann und ganz viele Schlafanzüge. Dann weiter. Hier ist ihr Babybett. Das werde ich euch auch verlinken. Das ist von Stocke. Das ist dieses typische Ei. Das fand ich so süß. Das gab es in klein, also für Neugeborenen mit so einem Aufsatz. Oder man kann es gleich in groß holen. Und ich dachte, okay, wenn mir eh das Beistellbett, dann hole ich es gleich in groß. Liegt jetzt ganz viel Zeug noch drin. Da wird sie am Anfang ja eh nicht drin schlafen, beziehungsweise vielleicht wird sie mal ein Nickerchen machen. Eine ganz schöne Kuscheldecke, die habe ich auch geschenkt bekommen. Und das Zeug habe ich eigentlich auch alles geschenkt bekommen. Diese ganzen Kuscheltiere. Man kriegt wirklich so viel geschenkt. Ach ja, und diesen Windelmülleimer, den habe ich da auch noch. Den habe ich aber irgendwie noch nicht wirklich installiert. Genau, dann habe ich diese Schlange hier. Die finde ich auch so süß. Und dieses kleine, ich weiß gar nicht, wie nennt man sowas? So ein Himmelding nennt man das irgendwie. Na, ihr wisst, was ich meine. Das haben wir auch geschenkt bekommen. Das finde ich so süß. Voll beruhigend. Genau, dann habe ich hier eigentlich noch eins, aber das weiß ich jetzt gar nicht, wo ich das aufhängen soll. Muss ich mal schauen, was ich damit jetzt überhaupt mache. Und das hier ist nochmal so ein kleines Nestchen. Da habe ich jetzt auch nur so einen Bezug drüber gemacht. Das werde ich euch auch nochmal verlinken. Das wurde mir nämlich auch ganz, ganz oft empfohlen, dass es super sein soll. Also mal schauen, das kann man dann eben auch auf die Couch legen. Ich glaube, sie sollen nur nicht über Nacht da drin schlafen. Aber tagsüber kann man die dann perfekt irgendwie da reinlegen. Das kann man auf die Couch legen oder sonst wohin. Dann geht man hier weiter. So viel kann man auch nicht mehr weitergehen. Aber hier haben wir Vorhänge eben noch aufgehängt. Wir haben sogar doppelt Vorhänge aufgehängt, also damit es wirklich dunkel wird. Ihr seht, also hier wird man bestimmt gut schlafen können. So, das Ding kann jetzt auch mal wieder aus sein, aber ich glaube, man kann das gar nicht ausstellen. Naja, dann habt ihr ein bisschen Hintergrundmusik. Hier ist so ein Hocker, falls ich dann mal hier sitze und Händchen halte oder was auch immer mache. Fand ich voll süß, hat irgendwie hier voll gut reingepasst. Und hier sind noch so verschiedene Sachen, so ein Aufsatz für den Kinderwagen. Das hier habe ich jetzt so oft auf Instagram gesehen und das hat mir auch eine Freundin empfohlen. Das hängt man an den Kinderwagen und dann ruckelt das den Kinderwagen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Dann, hier sind noch so verschiedene Sachen drin. Also das ist so ein kleiner Aufbewahrungskorb. Hier im Schrank übrigens sind meine Sachen. Also ist nicht alles Baby. Das wäre jetzt natürlich der Wahnsinn, wenn ich das noch mit Babysachen gefüllt hätte. Aber hier ist eben das, ist mir geblieben. Das sind meine 3 Schränke. Ich hatte davor noch 2 Schränke. Die habe ich ausgemistet. Man braucht auch eigentlich echt nicht so viel. Das ist mir dann auch mal aufgefallen, dass man eigentlich nicht alles anzieht. Da werden dann wahrscheinlich irgendwann ihre Spielsachen drin sein. Jetzt ist da, was ist denn da drin? Ah, da ist dieser Motor für die Federwiege ist da drin. Dann habe ich da meine Wickeltasche. Und die fand ich voll schön. Das ist eigentlich gar keine Wickeltasche, aber ich habe mir so Haken gekauft für den Kinderwagen. Dann kann man die eben auch aufhängen. Zeig's euch mal. Kann man dann eben auch als Reisetasche später verwenden. Das fand ich nämlich ganz cool. Ist hier noch so ein kleines Regal. Habe ich jetzt mal so ein paar Sachen eingeräumt, wie so ihr erstes Büchlein. So süß. Diese Giraffe, die habe ich auch geschenkt bekommen. Die muss auch mega gut sein, wenn die Babys zahnen. Hier habe ich noch so eine Maschine, die macht die Geräusche vom Bauch nach. Also muss mega sein, mal schauen. Und dann haben wir hier noch diese Baby-Björn-Wippe. Ja. Die wurde mir bisher immer, immer, immer empfohlen. Die sollen mega sein, weil man das Baby halt reinsetzen kann, wenn man duscht, wenn man irgendwie was macht und halt das Baby dann direkt im Blick hat, wenn man mal irgendwie die Hände frei haben muss. Auf jeden Fall habe ich mir die eben auch noch geholt, auch mit so kleinen Anhängern. Die fand ich so süß. Ja, und das ist ihr Babyzimmer. Jetzt fehlt nur noch das Baby. Das war jetzt ganz schön anstrengend. Ich bin ganz schön aus der Puste. Hey, das ist wirklich jetzt Wahnsinn, wenn ich rede. Es ist... Wenn ich so lange am Stück rede, das ist so richtig kurzatmig bin ich. Und ich merke richtig, dass es anstrengend ist. Ein halbes Workout geworden. Naja, man merkt, ich bin in der letzten Phase. Es
time, dass das Baby jetzt mal rauskommt. Aber was ich noch sagen wollte, wenn ihr Lust habt, ich habe natürlich noch so ein paar andere Sachen, wie halt Kinderwagen und so, kann ich euch auch mal so ein Baby-Erstausstattungsvideo machen. Aber ich glaube, das mache ich, wenn sie dann da ist und ich auch sehe, okay, was war jetzt wirklich nützlich, was braucht man. Ich habe da jetzt mich wirklich so an Empfehlungen von Freundinnen rangehangelt, beziehungsweise auch, was ich auf Instagram so gesehen habe von Mamis und habe mir da so ein bisschen meine eigene Liste zusammengestellt. Aber das kann ich auch sehr gerne mal machen, wenn es euch interessiert. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt mir was zu essen machen und dann gehe ich zur Akupunktur. Da gehe ich jetzt schon seit circa 4 Wochen hin. Das muss mega gut sein als Geburtsvorbereitung. Das lockert alles. Also ja, lockert das Ganze, den ganzen Beckenboden, das ganze Gewebe. Da werde ich jetzt heute nochmal hingehen. Mal schauen, ob es das letzte Mal war. Ich mache mir jetzt einen Porridge. Ich hatte heute Morgen schon so viele Medjool-Datteln mit Mandeln. Deswegen gibt es jetzt diesmal etwas später Frühstück. Normalerweise frühstücke ich ja richtig früh. Und dazu mache ich mir jetzt noch so einen Himbeerblütenblätter-Tee. Der soll sehr wehenfördernd sein. Und langsam werde ich ja etwas ungeduldig. Deswegen mache ich mir davon jetzt noch einen. Der Porridge ist fertig und ich hatte noch die mega gute Idee, ein Pralinis dazu zu geben. Das habe ich jetzt nämlich schon öfters bei Instagram gesehen, dass da ein paar ihre Pralinis einfach in den Porridge geben und dann schmelzen die nämlich so schön. Das ist jetzt hier auch schon. Oh, lecker. Und dann wird es so richtig schokoladig. Deswegen habe ich jetzt noch meine Lieblingssorte Hazelnut Choco-Nougat dazu gegeben. Ich teste jetzt. So schaut das aus. Yummy. Mmh. Mhm. Mhm. Okay, wow. Ich bin voll geflasht. Das schmeckt richtig, richtig lecker. So richtig schokoladig. Also die Kombi ist mega. Vor allen Dingen, wenn es so schön geschmolzen ist. Ach, ich lieb's. Naja, müsst ihr unbedingt auch mal testen. So, ich düse jetzt mal schnell los zur Akupunktur. Und ja, hoffentlich wirkt das jetzt mal, wie sich da jetzt mal rausbewegt. Ist irgendwie auch ganz komisch, wenn ich weiß, so, das sind jetzt die letzten Male mit Bauch. Ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Danach werde ich einfach keinen Bauch mehr haben. Irgendwie habe ich mich auch schon voll an diesen Bauch gewöhnt. Manchmal ist es auch praktisch, man muss ihn nicht einziehen. Ja, hat auch seine Vorteile. Ich bin jetzt wieder zurück von der Akupunktur. Und ja, es hat heute ein bisschen mehr wehgetan als sonst. Ich bin normalerweise auch immer eingeschlafen während der Akupunktur. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der während der Akupunktur einschläft. Mal gucken. Also ich hoffe, es zeigt seine Wirkung. Ich habe jetzt auch keinen neuen Termin ausgemacht, weil ich sehr zuversichtlich bin. Und ja, jetzt habe ich mir was zu essen bestellt bei Naum. Das ist so ein Bowl-Laden, relativ neuer, so ein asiatischer Bowl-Laden. Schmeckt echt richtig gut. Die haben so eine Vegan Magic Bowl, heißt sie, mit so Tofu und Shiitake-Nudeln. Und ich habe aber noch eine extra Portion Reis dazu bestellt. Und jetzt muss ich noch ganz kurz ein paar Sachen am Laptop machen, weil ich irgendwie doch noch ein paar Mails bekommen habe, die ich jetzt kurz noch abarbeiten muss. Und ich habe zwar so einen Automailer schon drin und alles, aber irgendwie, wenn ich dann was bekomme, dann will ich doch irgendwie antworten. Mein Essen ist jetzt angekommen. Meine extra Portion Reis für die hungrige Schwangere. Das ist die Soße. Und das ist die Bowl. Oh, die ist schon ein bisschen offen. Nicht so schlimm. So, schaut die aus. Eine richtig ordentliche Portion. Da freue ich mich jetzt drauf. Ich glaube, ich fülle es über einen anderen Teller um. Okay, schaut nicht mehr ganz so gut aus wie in der Bowl, aber ich habe es ein bisschen umgeschüttet. Aber es ist trotzdem sehr, sehr lecker und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Okay, wow, ihr seht, ich habe es restlos aufgegessen. Es war aber auch wirklich sehr lecker und ich finde, es war auch eine sehr gute Portion. Also ich bin super satt. Also wenn ihr in München seid oder in München wohnt, whatever, Naum kann ich absolut empfehlen. Ich hatte jetzt noch einen Call, habe ein paar Sachen am Computer abgearbeitet und jetzt hat es mega angefangen zu regnen. Also es ist richtig dunkel hier drin. Ich bin gerade echt froh, dass ich nicht mehr raus muss. Und ich werde mir jetzt hier einen Riegel schnappen und mich auf die Couch setzen und ein bisschen entspannen, weil ich bin irgendwie ganz schön müde. Und ja, ich merke einfach, dass alles ein bisschen anstrengender ist. Aber kein Wunder. Ich weiß ja warum. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich mich immer zwischendrin mal auch ein bisschen ausruhe. Ich bin halt immer so echt, ich könnte den ganzen Tag auf Zack sein, das ist so schlimm. Deswegen, ich setze mich jetzt mal hin,
chill ein bisschen und werde meinen Riegel essen und dann warte ich eigentlich nur noch auf meinen Freund, bis er mit Essen kommt. Er ist gerade nämlich noch im Büro, der muss gerade noch mega viel irgendwie arbeiten auch, weil er auch so ein bisschen ein paar Sachen jetzt für mich noch übernimmt. Bin ich natürlich eigentlich ganz happy, aber das ist natürlich blöd, weil er jetzt eben so viel arbeiten muss. Deswegen werde ich jetzt gar nichts mehr hier Spannendes hier machen. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht später noch was losgeht oder ob ich wieder bis morgen hier sitze und es hat sich noch nichts gerührt. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich hoffe, euch hat der kleine Einblick jetzt so in die letzten Tage vor der Geburt, vielleicht auch der letzte Tag, man weiß es nicht, gefallen. Und ja, nächstes Mal, wenn ich dann ein Video mache, bin ich nicht mehr schwanger. Crazy. Einfach nur crazy, die Vorstellung. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!